Ja, Tag zusammen. Ich habe so ein klein bisschen Freizeit heute noch. Mein gut, Freizeit ist Wochenende, klar, aber ich war eben noch bei Schwiegermutter mit Schwiegervater zusammen so ein bisschen der Hecke beschneiden. Also ein bisschen mit Leiter und hoch und so. Und da meine Frau gerade eh noch auf der Arbeit ist und wir im Haushalt eigentlich größtenteils alles erledigt haben, habe ich gedacht, so ein Stündchen können wir dann nochmal schauen, was wir hier Schönes machen. Gestern habe ich es mal auf Englisch, ich sage jetzt mal versucht, / gemacht. Hätte schlimmer sein können, finde ich immer. Auch wenn es natürlich, das muss man ganz klar sagen, es ist schon anstrengender, als wenn ich jetzt ja einfach auf Deutsch so ein bisschen vor mich hinlaber, so was ich gerade so denke und auch wenn man so nach einem Stündchen oder so im Englischen schon so weit drin ist, dass man es auch nicht mehr so richtig merkt, ist es schon so, dass es doch deutlich anstrengender ist, wenn man es auf Englisch macht als auf Deutsch. Deswegen machen wir heute mal so ein bisschen in Deutsch weiter. Das kann man vielleicht auf Englisch nochmal wiederholen, wenn es nicht allzu schlimm war, aber so jedes Mal brauche ich es tatsächlich dann jetzt auch nicht. Gut, wo wir stehen geblieben? Letztes Mal, wir haben hier vorhin dieses Dingen tondiert. Ich wollte es ein klein bisschen noch nachfeilen. Grund ist einfach der, die Vertiefungen. Aber wo habe ich denn passende Pfeile? Grund ist einfach der, die Vertiefungen ringsum müssten tatsächlich so ein ganz klein bisschen tiefer sein. Aber das war jetzt nichts, was man jetzt unbedingt da machen musste. Schon mit Deckung muss es eigentlich gehen. Ja, die passt von der Weite. Ich könnte natürlich jetzt auch vorher versuchen, den quadratischen Stab so quasi längs zu befeilen, sodass man so einen eingedrückten Querschnitt hat, aber das ist natürlich nichts. Deswegen machen wir das mal hier so. Spann das mal ein. Nur ein bisschen aufpassen mit den Alubacken, weil wenn ich da jetzt dicke Dellen reinmache, die kriege ich auch nicht mehr raus. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Wie gesagt, ein bisschen tiefer wollte ich es machen. Aber selber schauen, wie es funktioniert. Und wenn wir damit nachher sind, dann... Das geht eigentlich. Au. Ja, ist ein bisschen blöd zum Händeln. Sowohl mit den Alubacken als auch... Man stößt dann doch irgendwie immer überall dran. Ich gucke, ob es so rum besser geht, aber... Oh, nochmal, halt geht's. Wie gesagt, ich sag's ja immer wieder, vieles von dem, was wir hier machen, ist ja Momentaufnahme und rumexperimentieren. Deswegen. Ja, so ein bisschen das Problem hier. Man stößt ja doch schnell irgendwie immer an irgendwelche Kanten dran hier. So, also ich muss das nicht überall machen, aber ein paar Sachen sind einfach durchs Verdrehen hier doch mal so ein bisschen verdellt worden. Gerade hier vorne. Deswegen wollte ich immer so ein bisschen einmal nachformen, damit das halt nicht gleich ausschaut. So. Gut. Boah, Rest kann man so lassen erstmal. Vielleicht nur nachher mal fein nacharbeiten, aber das schauen wir dann. Gut. Dann widmen wir uns, legen wir das beiseite. Widmen wir uns mal diesem Gerät hier. Was hatten wir hier eingezeichnet? So. Ja. Hab ich das? Ich muss jetzt kurz mal eben einmal selber nachdenken. Eine Größe. Jo. Jo. Gut, dann wollen wir. Also auch hier Ränder klein bisschen beschneiden noch. Letztes Mal ein bisschen zu groß geblieben. Was mal hier. Der Rest wird gefeilt. Ich muss jetzt hier die Ränder nur so ganz grob ungefähr von der Größe machen, dass man es nachher ein bisschen anpassen kann. Dass man das Gefühl für die Proportion kriegt. Na, Klemmze.
dass man ein bisschen ein Gefühl für die Proportion kriegt. Die Feinheiten nachher, die werden hier sowieso gleich reingefeilt. Zeige ich euch gleich. Ach, andersrum geht es aber besser. Naja. Also bei Blechschälen, da gibt es ja so ein paar fürs krumme Schneiden und ein paar fürs gerade Schneiden und dann rechts, links und so weiter. Das ist jetzt ein einfaches Ding für geradeaus. Warum aber das jetzt hier? Naja. Also es verklemmt sich natürlich schon, ist ja dicker als ein Stück Papier. Verklemmt sich natürlich schon, wenn die Schere so ein bisschen locker sitzt. Eigentlich müsste man die mal nachstellen, so ein bisschen. Und mal. Vielleicht reicht das sogar schon. Mal schauen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich gemacht. Die letzte Blechschere, die ich hatte, war so eine etwas ältere. Ah, guck an. War so eine etwas ältere, wo man das Nachstellen noch machte im Sinne von, oh, jetzt können wir den Niet mal ein bisschen fester schlagen. Naja. So. Achso, Tablet habe ich heute nicht daneben liegen. Ich gucke aber ab und zu mal auf den Bildschirm von der Kamera. Da schaue ich auch ab und zu mal drauf, ob ihr was schreibt und bemühe mich, das zu beantworten. Na. Gut, dann knabbern wir es halt mit dem kleinen vorderen Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass es da besser geht, aber ja, man wird ja immer wieder überrascht. Gut, also das haben wir. Dann markieren wir mal. Für die, die gestern nicht dabei waren, Entschuldigung, ganz vergessen. Gucken wir, ob man es so sehen kann. Ja. Wo ist er? Da. Der hier oben, das Teil wird es. Das heißt, hier diese vier Löcher müssen wir reinmachen und die Buppel. Also, ungefähr halbieren. Der Trick hier ist, das ist jetzt nicht genau symmetrisch, das ist jetzt so ein bisschen lang gestreckt. Dann schauen wir mal, Löcher hier, ungefähr ein Viertel des Durchmessers. Ja, passt ja. So, was haben wir hier, roundabout Zentimeter. Ich würde mich hier dran setzen, einfach mit dem Bohrer mal vorbohren. Den Rest dann eben ausfallen. Machen wir das mal eben. Ich bin mal kurz aus dem Bild, weil ich das eben einmal an der Standbohrmaschine mache. Oder ihr seht wahrscheinlich jetzt irgendwie nur so wie mein Hintern. Gut, das ist jetzt euer Problem. Ich mache das eben einmal an der Standbohrmaschine. Das wird dann doch so ein bisschen sorgfältiger, muss man ja sagen. Nur wenn ich jetzt dafür jetzt die Kamera umstelle, ich habe leider noch immer noch keine richtige Kamerahalterung. Ich habe eine bestellt, aber an dem Tag, wo ich zu Hause war, habe ich den Briefkasten gehört. Ich gehe zum Briefkasten und dann war dann halt der Zettel, dass man mich nicht angetroffen hat. Ja, was willst du machen, ne? Jetzt liegt das Paket irgendwo in der Nähe der niederländischen Grenze in einem Depot und ich soll sagen, wo es hin soll. Naja, läuft hier, ne? Aber der Versand war billig. So, deswegen, ich mache es mal eben einmal außerhalb der Kamera, sonst muss ich hier meine tolle Konstruktion wieder umstellen. Ups. Wie gesagt, wenn da so ein schönes Stativ ist, dann kann ich auch mal so zwischendurch Positionswechsel und so, kann auch mal näher zeigen. Das versuche ich aber gleich auch trotzdem mal einmal näher zeigen, was wir machen. Ah, jetzt.
Nochmal eben einmal vorkörnen. Ich habe jetzt hier leider so einen etwas sehr langen Bohrer, sodass der mir auf der Strecke ein bisschen immer ganz gerne wegwandert mit der Maschine. Macht aber nichts, wenn man ihn nur Löchchen. Mal eben so einen kleinen Punkt, wo die Bohrerspitze dieses älteren, langen, etwas schiefen und stumpfen Bohrers sich reinfrisst. Ein bisschen gedauert, Entschuldigung. Ja, aber das ist immer so ein scharfkantiges Blech von Hand mit Festhalten. Nee, das ist einfach schöner mit der Standbaumaschine. Das geht alles, ist keine Frage, aber eine Frage muss halt auch alle. So, wie geht's weiter? Wir schauen mal einmal. Ich soll mal gucken, ob das hier im Bild geblieben ist. Ja, was. Gucken wir einmal, auf welches Maß wir ungefähr müssen. Hier hinten ungefähr die Mitte des Ganzen. So, so, so. Das bedeutet, da können wir es eigentlich schön flach zulaufen lassen. Kein Problem. Gut, zeichnen wir mal ein. Warm. So, ungefähr bis hier. Das passt. Ränder. Bogen hier rum, Bogen hier rum. Oben etwas kleiner. Gut. So. Gut. Ich fange jetzt an, hier die Ränder ein bisschen zu befeilen. Dann gehen wir als erstes um die gebohrten Löcher herum. Haben nämlich, muss man sagen, schon echt fast die passende Größe. Pass auf, wir machen es anders. Wir gehen in die gebohrten Löcher. Ach, gehen wir mal eben einmal mit der Feile nochmal durch, kurz entgraten. Die passen eigentlich schon, also muss ich nicht wirklich viel ändern. Von hier aus. Die passen eigentlich schon, da muss ich nicht viel ändern. Jetzt brauche ich mal einen größeren Bohrer, mit dem man. Habe ich das hier? Das ist gar nicht. Ja, kann auch zu den Sachen nicht mehr irgendwann mal zulegen. Na egal. Gut. Ich glaube, ich das letzte Mal gemacht habe. Quietscht jetzt etwas. Blöde Stelle. Normalerweise müsste man hier einfach mit dem Bohrer, mit dem größeren, einmal hier ringsherum wegmachen. Ich muss tatsächlich überlegen, wie ich das letzte Mal gemacht habe, weil eigentlich oder war das. Ah, ja, hab schon. Ich erinnere mich, ich habe hier so eine kleine Feile, die genau die passende Größe hat, um diese Grat hier wegzumachen. Ja. Ich
gar nicht so fein entgratet werden. Das ist nachher alles auf der Rückseite. So, aber zumindest ein bisschen. Platt. Jo. Zack. Zack. So. Die Ränder nochmal ganz fein machen. Können wir nachher machen. Gut. Fangen wir mal mit den Rändern hier rum erstmal an. Kleine vierkantige Falte. Flachfalte. Den Rand so, hier vorher gerade. Naja, schauen wir mal. Nach Maß, sondern wirklich rein nach Augenmaß, weil es hierbei relativ einfach geht, weil hier immer nur Strecken halbiert. Und vor allem, das Ding ist im Original immer so krumm und schief. So, dann schauen wir jetzt mal eben einmal nochmal wegen der Unterkante, wie weit wir genau hier nachher rüberkommen. So. Ungefähr so. Wie gesagt, auch hier kommt es erstmal auf einen Millimeter nicht an. Wird nachher eh noch korrigiert. Geht es noch etwas Grobes rauszukriegen. Thank you.
Dann unten abgerundet, hier kürzen wir schon mal ein. Und dann werden wir die Verbindung vorbereiten. Also, was wir machen ist hier, wir werden es vernieten und verlöten. Hier mal auf die passende Länge einmal bringen. So, einmal auf die passende Länge bringen und jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir hier hinten das Ende wirklich schön flach machen. Und dafür müssen wir, also was ich machen möchte, ich guck mal, na, sieht zwar gerade keiner zu, aber ihr werdet jetzt bestimmt nachher laden. Ich halte es mal so rein. Also hinten das Ende muss ich in dem Bereich, wo das Metall überlappt, so eine kleine Stufe reinsetzen. Die aber natürlich schön so gesehen 90 Grad zur Richtung, wie es nachher zu liegen kommt, weil sonst wird es schief. So, das heißt, drehen müssen wir es noch. Jetzt mal wirklich hier so ein kleines Stückchen kommen. Das reicht schon so. Das sieht eh kein. Dicke müssen wir tatsächlich ein ganz kleines Stückchen herabsetzen. Nehmen wir aber die größere Pfeile für. Kleine Stufe reinmachen. Nochmal einmal gucken. Länge Mitte. So. Ich glaube, man könnte sogar noch ein bisschen, wobei, nee. Nee, ist gut so. Ja. Gut, also eine kleine Stufe hinten reinsetzen, einfach mit der Feile. Passend sein, die Stufe, weil das ja nachher nicht nur vernietet, sondern auch verlötet wird. Und das Lot kriecht ja immer in schmale Verbindung rein. Je schmaler der Spalt, desto haltbarer nachher die Verbindung. Ja, okay. So, im Original ist dieser, ich sage jetzt mal, Steg oben, der als letztes Stück von dieser Verdrehung übrig bleibt. Der verschwindet in der Fläche und wird zum Ende hin abgerundet. Das wollen wir jetzt mal eben machen. Angerundet ist es,
Details folgen nachher eh, wenn es fertig ist. Gut, werden wir nachher hier dran setzen. Jetzt aber erstmal einmal die Linien. Gucken wir mal. Hier sind wieder so ein paar Zierlinien drauf. Da einmal rum. Also eigentlich, wenn ich so richtig sehe, dürften es eigentlich... eigentlich die gleichen wie bei dem anderen sein. Hier einmal rum, hier Buppel, hier so. Da geht keiner rüber, die treffen sich. Okay, gut. Dann, jetzt mal eben tatsächlich die endgültigen Rundungen nochmal schön rund machen, weil an den Rundungen dieser Löcher hier an diesen Löchern orientiert sich ja nachher die Linie. Halbwegs rund, Rest kommt. Gut, dann wollen wir mal Linien einzeichnen. Ich gehe mal vorher einmal kurz noch mal mit Schleifpapier ein bisschen drüber. Da sind noch ein paar Rostflecken drauf, wo man nachher den Stift einfach dann schlecht sieht. So. Wir zeichnen erst die Linien drauf und werden dann nachher diese Beulen da reinschlagen. Grund ist einfach der, dass man es dann deutlich besser sieht. Linien herum. Das kann man jetzt in dem Fall sogar tatsächlich mal schauen. Jetzt hier wahrscheinlich doch besser. Ja. So. Also wir haben hier so komische Linienpaare, die man in der Form tatsächlich auch häufiger sieht, schon im 15., im 16. noch häufiger. An diesem Muster hier, ich weiß nicht, ob das irgendwie alles so eine Schule, ein Lehrbuch oder hey, guck mal, ich habe es gesehen, wir machen es jetzt alle nach, gewesen ist. Da ist es da in der Mitte. Da ist es anders als da, okay. Aber was interessant ist, wenn ich es mir hier so im Detail anschaue, das ist wirklich sowas von krumm und schief dahin geferkelt. Das würdest du heutzutage wahrscheinlich jedem um die Ohren hauen. Naja. So, gut. Das müsste ungefähr sein. Ja, da ist so eine kleine Mittellinie drauf. Das werde ich euch jetzt am Bildschirm so nicht zeigen können. Aber ja, das kriegen wir hin, das treffen wir uns zurecht. So, ziselieren oder Linien da reinsetzen. Ich habe mir da irgendwann mal so ein Hilfsmittel hier gebaut. Das ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber funktioniert. Holen wir mal eben eine Schraubzwinge.
mal, ich mach's mal nicht mit der Schraubzwinge. Ich denke, ich kann auch mal das machen, was ich eigentlich die ganze Zeit auch schon immer machen wollte. Eigentlich nämlich das Ding hier einfach mal mit vernünftig festmachen. Die Werkstattplatte ist bis jetzt noch nicht die endgültige. Das heißt nur mal so ein Provisorium, dass ich auch erstmal weitermachen kann. Deswegen kann ich hier auch mit relativ gutem Gewissen mal eben eine Schraube reinsemmeln. So, na, das hat er toll gehalten. Naja. Gut, also, ich habe hier meine Platte. Da habe ich noch ein paar kleinere Löcher. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Wahrscheinlich nicht richtig. Ein paar kleinere Löcher, wo man mit Kalkstift einfach rein kann, sodass man das Ding ungefähr in Position hält. Das ist jetzt nicht optimal, hält das Ganze aber grob vor Ort. Was für mich bedeutet, dass ich hier mir das halbwegs in eine Richtung drehen kann. Ich habe mir so verschiedene Halter hier reingemacht. Dass ich mir das Ganze hier grob in eine Richtung drehen kann, in denen ich mit dem, wie heißt das Ding denn hier, mit dem Gravierstichel ungefähr die Richtung beibehalten kann. Festgemacht immer mit ein paar Nägelchen. So. So, jetzt ist er mir nicht ganz am Weg. So. Gut, Gravierstichel habe ich. Na komm her. Habe ich hier reingesteckt. Ist natürlich zu kurz, war klar. Jetzt fange ich wieder mal. Das mache ich einfach sehr selten, sodass es einfach nicht immer so schön wird, wie man möchte. Das heißt, ich fange hier vorne an der Stelle an, die man nachher eh nicht sieht, weil da drüber genietet wird. Dann habe ich dann, wenn ich am anderen Teil angekommen bin, wieder so ein bisschen die Routine drin. Das sind genau die Stellen, das ist einfach immer jedes Mal, wenn man wieder neu anfängt, denkt man sich, ah, wie war es denn nochmal? Jetzt bin ich gerade erst ein bisschen zu flach gewesen und abgerutscht, dann ein bisschen zu tief geraten. Ja, wie gesagt, Übungssache. Das geht schon besser. Das geht doch schon mal gar nicht schlecht. So. Jetzt kann ich es nicht verhindern, dass ich euch ab und zu hier auch mal den Rücken zuwende und ihr nicht so schön sehen könnt. Wobei, ich kann mal versuchen, die Kamera einfach was runterzunehmen. Warte mal. Ich glaube, irgendwie so roundabout von hier müsste man es halbwegs sehen können. Warte mal. So ruckelt das natürlich ordentlich, aber warte mal, kriege ich das Ding hier mal weg. So, wenn ich das hier so dran mache oder dran machen würde, dass man so halbwegs sehen kann, nehmen wir mal die hier auch da rein. Ja, den Teil mit dem Profi-Stativ habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. So. Also, ich probiere das jetzt nochmal aus, gucken wir mal, ob es nicht zu sehr wackelt. Wir sehen's.
So, jetzt bin ich hier wieder selber so ein bisschen im Weg. Ist es verrutscht? Geht eigentlich, ne? Ja. Gut. Und die nächsten. Und jetzt immer schön einmal rum und dann gucken wir mal, wie es wird. So. So, zwei Seiten. Die können wir von hier aus machen. Oder noch mal. Loch. Also ihr seht hier mit den Ziselierarbeiten oder mit den Ritzzeichnungen, da bin ich noch bei weitem nicht so fit, wie es sein könnte. Ich mache jetzt durchaus gerne Arbeiten aus dem 15. und 16. Jahrhundert, wo die Sachen ja wirklich teilweise noch sehr, ja, ich will nicht sagen abgehackt aussehen, aber wo die Linien häufig noch etwas gestümpelt sind, ungerade. Wir haben auch manchmal das quasi nicht abgehoben, wird, sondern wirklich reingestempelt, was ja in dem Sinne kein richtiges Ziselieren ist. Aber spätere Sachen, so spätes 16. oder so, mit so wirklich feinen, geraden, fast schon federzeichnungsartigen Linien. Sowas würde ich jetzt auch momentan erstmal noch ordentlich üben müssen, bevor man da zu einem schönen Ergebnis kommt.
sowas würde ich jetzt auch so erstmal noch nicht sofort machen. Vor allem, was man da sagen muss, da gefallen mir tatsächlich häufig der Stil, der Stil der Schlösser selber tatsächlich gar nicht. Da bin ich ja eher so Freund des 15., frühen 16. Stecken. Wo ist er hin? Da. So, grobe Linien. Ihr seht, das ist immer so ein bisschen nicht gerade ergonomisch, was man hier macht. Am liebsten wäre mir sicherlich eben so ein schöner Graviertisch, wo man das Ganze auf einer anständigen Höhe hinstellen könnte, um den Tisch frei rumgehen. Gut, das habe ich jetzt hier nicht, aber naja, kriegen wir irgendwann mal hin. So, jetzt machen wir die Kamera mal wieder nach hier oben. Ja, da fällt gerade alles auseinander, wartet mal kurz. Ja, ich weiß nicht, ob es gerade im Bild zu sehen ist. Das ist Profi-Equipment, da träumt jeder von. So. Ja, Entschuldigung, ich bin mal wieder auf irgendeinen Knopf gekommen beim Hinstellen. Dieses Handy, muss man sagen, ist ein schönes Handy, aber es ist auch ein bisschen klobig. Also man fasst doch gerne mal was an, wo man sich denkt, so, das hätte es jetzt besser nicht angefasst. So, gucken wir mal einmal, wie wir jetzt irgendwie das Ding, ich klemme mal einen Zollstock drunter, ob man es damit schräger halten kann. Ungefähr, ja, geht so. Wie gesagt, die andere Halterung, hoffe ich, wird bald den Weg zu mir finden. Wir schauen mal. Gut, also das Ding haben wir fertig. Dann schauen wir mal, wie wir das Ganze schön zusammenfügen und fertig machen. Den hier nach hier. Was jetzt noch fehlt, sind hier vier Aushöhlungen oder vier so Buckel. Ich zeige euch das nochmal schnell im Bild. Ups. So, na, wo ist es? Da vier so Ausbeulungen. Da habe ich auch schon mal für das Schloss selber was vorbereitet gehabt.
Hier ist so meine Resteschublade. Hier ist so quasi alles an Werkzeugen oder Teilen drin, die man so für eine einzige Aktion sich irgendwie mal organisiert hat. So wie jetzt in diesem Fall habe ich hier drin einfach irgendwo. Nein. Das. Was ich jetzt hier drin einfach habe, sind zwei so alte Körner. Warte mal, wo ist es? Ja. Zwei so Körner und einfach eine kleine Blechplatte mit einer Aushöhlung drin als Matrize, um jetzt hier vorne passend die Löcher reinzuschieben. So. Eben einmal auf der Rückseite grob anzeichnen, wo die hin müssen, weil wir von hinten arbeiten werden. So, sie sind jeweils ungefähr hier und hier, nach oben auch hier. Und der untere ist ein bisschen höher. Der sitzt fast schon auf Höhe der Löcher, ein bisschen drunter. So, und hier kommt irgendwo der Niet hin, das machen wir nachher. So, gut, hier ist das Ding selber. Welcher war das jetzt? Ich glaube der hier, wenn ich mich nicht irre. Auf. Ich fange mit dem unteren an, wenn der nichts wird, weil nicht schön wird, da wird nachher eh halb drüber gelötet. Ja, schönen großen Buppel, wunderbar, hier machen wir auch nochmal einen hin. Und dann zeige ich euch auch gleich, warum ich erst ziseliert habe. Also, mal schauen, ist es im Bild, blub. Ja, die Löcher sind drin und wenn man jetzt sieht, ja, stell dich scharf, du harter Lump, so, die Linien gehen jetzt wirklich über die Buppel drüber und sind drin. Das würde ich da nie im Leben so anständig reingeritzt kriegen, wenn ich erst die Buppel hätte. So, deswegen, was ich jetzt noch mache, ist eben einmal ringsrum die Kanten abrunden. Die ist doch so ein bisschen stumpf. Ja, ich will es jetzt auch nicht zu sehr. Wo haben wir denn hier den eckigen? Da, quadratisch. Eigentlich müsste man es hier doch ein bisschen einspannen. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich will jetzt diese Stellen jetzt auch nicht wieder direkt schnell platt drücken. Und jetzt quasi immer da, wo die Linie auf den Rand trifft, gehe ich diese Stelle so ein bisschen vorarbeiten, hier mit der ganz normalen quadratischen kleinen Teile. Das gibt nachher doch ein bisschen mehr 3D-Effekt. Und ich kann einfach einmal grob drüber. Der Rest gibt sich gleich durch Schleifen. Da müssen wir jetzt gar nicht so viel Aufwand für betreiben. Auch hier wieder ein bisschen in die Ecken rein. Wie gesagt, das ist nachher einfach deutlich dreidimensionaler dadurch. So, gut. Haben wir, jetzt kommt noch in die Mitte ein Loch, da wird das Ding nachher vernietet.
Lieber immer ein Loch kleiner, als man nachher braucht. Ich merke, der Bohrer eiert. Ich denke, den müssen wir nochmal auf Dauer aussortieren. Lege ich mal erstmal daneben. So. Gut. Dann schauen wir mal, wie sich's zusammenfügen würde. So, so, so ungefähr. Passt von der Form her, finde ich schon gar nicht so schlecht. Das Einzige, was wir jetzt da schauen müssen, diese Kanten hier am Rand, die stehen hier über. Und die müssen wir wirklich dann doch so ein bisschen abrunden. Im Original sind sie relativ spitz, zumindest auf der Zeichnung. Ich würde sie hier tatsächlich ganz leicht, zumindest auf der Rückseite auch. Ja, so. Dass ich den spitzen Charakter kriege, also spitz-oval, statt ich bring dich um spitz. Weil das ist dann einfach doof, wenn man da reingreift und tut es wieder weh. Dann weint wieder jemand. Dann heißt der Noah kann keine Kanten. Alles kacke. Na, wollen wir ja nicht. So, gut. Hier waren wir dran. Dann als nächstes. Haben wir letztes Mal hier die kleine abgenudelte Scheibe hier. Wollen wir einmal kurz über die Kanten drüber gehen, dass man da so ein bisschen. Ja, das geht. Hier geht es vor allen Dingen ums Entgraten. Unser paar Kleinigkeiten, ich mach's doch nochmal einmal fest, unser paar Kleinigkeiten wegzumachen. Da sind so ein paar, ich sag jetzt mal, Druckstellen noch drauf von einem Schraubstock, ein, zwei Beulen und vor allen Dingen eine etwas kleinere Linie am Rand vom Anreißen des Ganzen. Die wollte ich einmal weg haben, deswegen gehe ich mal hier so drauf. So, wenn ich mir so direkt davor gehe, setze ich mir lieber eine Schutzbrille auf. So, sind schon weg. Die Oberfläche wirkt dadurch auch direkt ein klein bisschen grobporiger. Was da zum gesamten Schloss auch passt. Gut, alles klar. Sieht jetzt ungefähr so aus, wie es klingt, nämlich wie gebürstetes Metall. Aber soll ja auch ungefähr so sein, von der Struktur her. Das nachher dran, das nachher dran. Und dann können wir uns auch schon so ein bisschen abflachen. So, okay. Gut. Bevor wir das jetzt alles zusammenfügen, gehe ich nochmal, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ich lasse hier am Rand noch ein paar Spuren vom Schraubstock dran, falls ich es nochmal anspannen muss. So, das müssen wir jetzt nicht mehr. Dementsprechend schiebe ich die mal eben einmal ein bisschen fort. So. Alles rund, dann schauen wir mal eben einmal hier auch nochmal mit der Bürste dran.
Das muss ich ja tatsächlich sagen. Ich meine, so primitiv die auch sind. Aber diese kleinen, niedlichen, mit wenigen Pfeilstrichen angedeuteten Drachenköpfchen, die man da häufig hat. Schauen. Na, stell dich scharf. Da. Die finde ich einfach jedes Mal so putzig. Also, weil der wirklich völlig wenig Aufwand und trotzdem, ne, mag ich ja verleiden. So, gut, genug geschwärmt. Das Ding muss jetzt gleich hier dran. Das machen wir ganz klassisch. Einmal kurz einen kleinen Licht durchsetzen oder einen Stift und danach verlösen. Schiebenbohrer, jetzt haben wir einen Stumpfen. Ihr seht ja, wie ich Bohrer immer benutze. Wir hatten das ja auch schon mal mit dem Einmalmaterial, Verbrauchsmaterial. Deswegen. Gut, besonders schön scharf sind die natürlich längerfristig dann auch nicht. So, hier mal eben vorne ein, zwei Striche an die Kante. Gut. Den so, den dran und den Rest müssen wir uns gleich dann zurechtfeilen. Den gehe ich aber nochmal ganz klein bisschen abrunden. Das ist jetzt, ich will nicht sagen reine Geschmackssache, aber... Original hat man da so eine kleine Rundung eher statt flach auslaufen. Tut der Gesamtoptik hat da überhaupt keinen Abbruch, aber soll ja halbwegs wie das Original werden. Gut, den haben wir hier. Einmal draufhalten, wo wir hin müssen. Wir wollen ungefähr nach da. Einmal markieren. Ups. Einmal markieren und bohren. Meine Güte, habe ich hier nur stumpfe Bohrer oder mache ich was falsch? Gut, das hier haben wir hier. Mache ich jetzt eine relativ große Phase hier drum, damit der Nietkopf ordentlich versenkt werden kann, weil wir werden das nachher verlöten und danach ordentlich beischleifen und da möchte ich einfach nicht, dass das dann irgendwie nachher wieder die Nietverbindung aufschleift. Deswegen mache ich hier einen etwas größeren dran. Gut, aber hier haben wir einfach einen Nagel durchstecke. So, so, so. Ja, so. Bild hier unten, ja, ganz schön gerade nur, warte mal, muss man euch da irgendwie noch mal ein bisschen schöner machen, also mal so. Ah, so sieht man es mehr, ja. Entschuldigung, tut mir leid, war keine böse Absicht und selbst wenn, ist mir egal.
So. Hier will ich ja wirklich gucken, dass ich den nicht brauche. Wirklich schön ausforme. Nicht ausformen, aber richtig schön reindrücken. Das heißt, hier gehe ich wirklich mit dem Kugelhammer. Hat uns dann nachher keine Freude. So, dann schauen wir mal. Vom Format her. Ja, es kommt hin. Aber ich denke so, von der großen Fläche her kann man schon mal anbieten. Das lasse ich jetzt erstmal so, das wird dann nachher eh noch vernietet und fest und sonst was alles. Das können wir und verlötet, aber was verlöten könnte ich eigentlich jetzt schon machen, da vertue ich mir nichts bei. Komm, machen wir erst das Verlöten. Dann kann das in der Zwischenzeit abkühlen und wir machen in der Zwischenzeit die Verzierung auf dem Grundblech. Wir nehmen wieder die schöne Lötlampe. Ich muss sagen, ich habe lange Zeit eher mit diesen kleinen gearbeitet, mit sowas. Im Endeffekt, man lötet doch so wenig, dass doch die Leistung, die Kostenersparnis beim Gas etwas überwiegen lässt. Deswegen mache ich es dann doch lieber hiermit. Jetzt hier von oben an. Das dünne Blech wird sich relativ schnell erhitzen. Schwieriger wird es da eher bei dem dicken Stück hier vorne. Das heißt, das gehe ich hier so auch vorher so ein bisschen schon mal vorglühen, sodass die Wärme nicht ganz so schnell abgeleitet wird. Das können wir jetzt wahrscheinlich bei euch im Bild nicht sehen. Es fängt jetzt an, auf der Oberfläche so, ich sag mal, so ein bisschen so glasig auszusehen. Und da fängt es jetzt an, ja, erst leichte Dunkelrot kommt. Jetzt gehen wir von der Seite dran. Ja, das Blech fängt schon an orange zu blühen, der Niet auch, vorderer Teil vom Stab ebenfalls, jetzt wieder ein bisschen dahinter, so, und mal langsam reintupfen, ist schon, zieht sich überall in die Ritzen rein, ich gehe das noch einmal von unten dran, dass das Blech auch schön heiß wird nochmal, ja, und wieder von hier, so, also Flussmittel haben wir ungefähr überall dran, so, Silberlot ist drauf, zieht sich hier richtig schön rein. Jetzt mal einmal von der Seite. Da auch. Da auch. Auf der Seite vielleicht auch noch ein kleines Tröpfchen. So, das muss reichen. Das muss reichen. Das muss jetzt ein bisschen abkühlen. So. Ja. Ist überall drin, dann müssen wir nachher das Lot noch entfernen. Gut, aber das nach der nächsten Maus. Machen wir mal weiter mit. Machen wir mal weiter hier mit dem Blech. Bitte, bitte. Oberfläche haben wir letztes Mal schon grob gemacht. Jetzt müssen wir uns um ein, zwei Kleinigkeiten kümmern. Ich würde als allererstes hier die Verzierungen drauf machen, oder ich das einmal grob gerade ziehen, so ein bisschen schief teilweise. So, zack. So, das reicht. Muss nicht hundertprozentig gerade sein, das kommt nachher noch. Wir brauchen zwei Sachen. Wir brauchen einmal die Schlaufe hinten, wo der Riegel durchgeht. So, ich stelle euch das hier mal so hin. Im Bild. Boah, kann man so anbieten. Ja. Hier vorne, da, um den Teil geht es. Ich denke, das müssen wir jetzt mal einmal ein bisschen anpassen.
stellen wir uns den mal hier so als Orientierungshilfe hin. Brauchen wir später nochmal. So. Einmal nochmal schauen. Hier ist das Loch. Hier wird nachher die Mitte sein. Ich gehe jetzt mal eben kurz einmal ganz grob die Position hier von der Verzierung reinzeichnen, damit wir die Verzierung nachher auch daran anpassen können. So, ist grob drauf als Verzierung. Ich hoffe, dass man es erkennen kann. Ja. Wir haben so eine doppelte Linie, so, so, so und so, mit Pünktchen in der Mitte. Und die wollte ich dann mir eben einmal einzeichnen und reinziehen. So, wenn ich die untere Linie ungefähr auf der Stelle so mache und die obere haben wir hier, ein Stück darüber, so, fertig, gut. Hätten wir hier die Mitte, kommt hin. So und so, gut. Zeichnen wir die mal eben einmal halbwegs gerade ein, damit das nicht ganz schief wird. Dem Teil hier. Geht's mit dem hier besser. Ich weiß, es ist hier schon eher so luxuriös, aber ein bisschen mehr Arbeitsplatz wäre ja nicht schlecht. Wobei, im Prinzip hast du das ja immer. Du kannst nie genug Platz haben. Oder funktionierende Stifte. Auch Chemie. Gut, machen wir die beiden Linien zuerst und dann schauen wir mal nach dem Stift. Diese beiden Linien werde ich in diesem Fall, weil es gerade Linien sind und auch recht tief gehen, nicht eingravieren, sondern einmal rein feilen. Dafür stecke ich mir das Ding so rein und überlege dann, wo ich die Feile hingetan habe. Da, schöne Dreieckspfeile. So. Die Linie ist drin. Ein bisschen gesaut habe ich, links, rechts, Kratzer. Macht jetzt auch in diesem Fall nichts. Nur wenig, weil die relativ gering sind. Ja, sind fast gleich. Ja, sieht man nicht mal. Gut. Den hier rein, den da hinten. Thank you.
Eine hier, die nächste direkt daneben. Das ist hier, wie ihr seht, so ein bisschen tricky. Weil das hier oben doch noch ein bisschen bäulig ist. Das ist aber jetzt gar nicht schlimm. Sogar für die Gesamtoptik sehr, sehr förderlich. So, ist nur zu machen, einfach die Pest. Ja, das reicht erstmal für den Anfang so. Wenn man das nachher noch ein bisschen vertiefen möchte, kann man das machen. Hier oben auch noch ein Quadratschuhfalten so durch die Ecke durch. Oder jetzt auch mal mit der Dreieckigen. Da sind noch so ein paar Schleifspuren, ein paar Einklemmspuren. Als wir hier oben den Ring da reingeklopft haben. Gut. Aber ich denke, das hier kann so bleiben. Dann. Bitte. Ungefähr die Mitte. Ja, ungewohnt, ich messe es aus, aber die Mitte zwischen den beiden Strichen 12 sind 6. Oh, habe ich gar nicht so schlecht geschätzt gehabt. Dann müssen wir jetzt nur einmal schauen, dass wir hier schauen. So, also die beiden Schrägteile so und so, die sollten halbwegs parallel sein. Das hätte ich ganz gerne. Aber deswegen muss ich mal eben einmal schauen, dass sie vom Winkel halbwegs passen. Das müssen wir so ein bisschen aneinander angleichen. Die sollen ja einerseits halbwegs parallel sein, andererseits aber auch ungefähr dazu passen, wie der Rest hier aussieht. Die haben ja im Original so eine Stelle, wo die quasi unter der Verzierung verschwinden. Ungefähr da wollte ich sie auch wohl lassen. Also jetzt nicht Gott weiß, wie von der Vorlage abweichen. So, aber ich denke, das geht so ganz gut. Hier müssen wir auch gar nicht auf ganzer Strecke durchziehen. So. Der muss natürlich jetzt ein bisschen woanders hin. Ich da sonst mit Pfeile nicht rumkommen. So. Gut. Bitte. So. Einspannen. Hier reichen die ersten 5-6 cm. Auch hier nutze ich die Pfeile tatsächlich gar nicht richtig als Pfeile, sondern eher wie so eine Art kurze, stumpfe Säge oder. Hier rein reicht. Ja, das müsste so gehen. Sämtliche Feinschnitte machen wir nachher. Ich muss jetzt tatsächlich nachher mal einmal schauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Verzierung, die ich hier zwischen diesen Doppellinien habe, das habe ich jetzt auf meiner schlechten Kopie, kann ich nicht ganz sehen, ob das Punkte oder Striche sind. Das sieht für mich eher als reingeschlagene Marken aus. Die müsste man dann nochmal nachher reinmachen. Lege hier den Rest hier sowieso bedeckt, aber so
Aber, warte. Ja, tatsächlich interessant, wenn man sich mal guckt, ja. Hier oben geht es sogar leicht dran vorbei. Sie haben es doch tatsächlich, muss ich sagen, hier im Original ein bisschen angedeutet. Kannst du das mal vorbei? Ich mache sie doch eben rein, die Linien. Zumindest an den gegenüberliegenden Seiten, weil sie an einer Stelle doch ein bisschen runterher schauen. Mal schauen, wie das nachher aussieht. Aber doch nee, tatsächlich habe ich das getan. Naja, so. Das wäre dann roundabout hier, genau, Verlängerung. Einmal hier und einmal hier. Und auf der anderen Seite machen wir das auch eben. Wir brechen uns ja keinen Zacken aus der Krone, wenn wir ein Viertel Fallstrich mehr als eigentlich muss machen. Und ich denke, wie viele Sachen wir hier machen, die man nachher eh nie sehen wird. Ich finde, ich ist das hier. Einmal hier und einmal. Einmal hier. Gut, okay. Haben wir das hier auch? Legen wir es nochmal drüber. Ja, so ist gut. Man sieht es tatsächlich an ein, zwei Stellen. Würde man es tatsächlich sehen, wenn wir es nicht gemacht haben. Und ich denke, das ist ganz gut, das, was wir gemacht haben. Es sieht da einfach schöner aus. Ja, definitiv. Machen wir so. Was haben wir noch am Rand? Die hässlichste und gröbste Zackelung. Na gut, aber. Gut. So eine grobe Zackelung hier. Fangen wir mal mittig an. Wirklich ganz grob, mit groben Abständen. Warum hat man das bloß gemacht? Naja, muss man nicht alles verstehen. Menschen sind ja sehr auf Symmetrie, perfekte Oberflächen, also auch das Industrielle aus. Und natürlich, klar, wenn man wirklich so die Schmuckstücke der gotischen Handwerkskunst teilweise sieht, da hat man wirklich manchmal doch wirklich arg perfekte Geschichten dabei. Aber hier muss ich tatsächlich sagen, bei solchen Sachen hat man das doch viel häufiger, als man ab und zu eigentlich denkt, dass da wirklich krumme, schiefe, unregelmäßige Sachen dabei sind. Irgendwelche Dekore, die irgendwas Symmetrisches darstellen sollen, aber man sieht links, rechts Punkte, rechts, links 6 Punkte, rechts 5, solche Sachen, das hat man nur häufig. Und ich habe mich am Anfang echt schwer getan, hier mal eben Freihand, ohne abzuzählen, hier vorne Sonne, oh Gott, sieht so hässlich aus. Sieht so hässlich aus, solche Dinger hier rein zu ferkeln. Aber gut, ich meine, das Original gibt's her. Und wer bin ich, mich dem zu verweigern? Aber da, ich sag mal, Mut zur Lücke und Mut zu schief. Also, vor allem, man liest das gerade bei Facebook, was so mittelalter Handwerk angeht. Ja, und er hat das wirklich schief gemacht und irgendwas nur hingeferkelt. Und da ist auch manchmal der Anspruch in der Szene gleich ein ganz anderer. Ist sicherlich natürlich auch mal so ein bisschen darstellungs- und jahrhundertabhängig, keine Frage. Aber manche Sachen, finde ich, müssen einfach schief, krumm und einfach ein bisschen finaler. Wir sind in vielen Belangen sind wir manchmal einfach zu perfekt. Da werden irgendwelche Schlösser in der Mitte wirklich ausgezirkelt, damit die passen. Und ich denke mir immer so, ja, mittig ist okay. Aber manche Sachen wirklich so schief wie das Original zu machen, das tut. Das tut einfach weh. So, vor allem, wenn man selber ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist
Da sagt man nicht erstmal was, was ist. Genauso krumm schief ist das Original. Das ist nicht immer einfach und da leiden wir alle sehr drunter. Wir brauchen da doch schon manchmal so ein bisschen Zeit, um damit klarzukommen. So, ich habe versagt, ich habe was Schiefes gebraucht. Mittlerweile sitzt man dann manchmal davor und denkt sich so, Scheiße, das ist halt viel zu gerade. So, ja, sieht genauso hässlich aus wie gedacht. Würde ich im Leben so nicht schön finden, aber passend zu dem anderen Ding passt es wieder. Ne? So. Jo. Gut, stehen nachher hier drauf. Dann wollen wir mal schauen. Ich halte es mal ins Bild rein. Ups. Da, die Stelle, wo es gelötet ist, die müssen wir jetzt mal versäubern. Also überschüssiges Lot entfernen, die gesamte Form noch so ein klein bisschen ans Original anpassen. Das wird ein bisschen das grob überschüssige Lot weg. Annähern, das grob in die Richtung kriegen. Das ist jedes Mal ein bisschen umspannend hier, da, sonst was. Das dauert jetzt einfach so ein bisschen. Wenn ihr wollt, viel erklären kann ich dabei leider nicht. Weil wenn ich jetzt hier einfach wie meine Art einfach erzähle, was mir durch den Kopf geht, dann würde ich jetzt ziemlich viel erzählen. Das ist ja einfach so ein bisschen nach Gefühl. Man merkt einfach, dass das Lot hat natürlich einen ganz anderen Widerstand als das Eisen selber. Und man fühlt so ein bisschen, worüber man jetzt gerade leidet. In frisch angeschnitten ist das hier alles Silber. Wenn man es einfach poliert, kann man den Unterschied so ein bisschen erahnen, weil das Lot so eine ja, leicht gelbliche Farbe, goldgelbe Farbe damit drin hat. Aber so, wenn man es hier so macht wie jetzt hier, also erstmal das wegmachen, dann ist das wirklich reine Gefühlssache. Kann man schlecht erklären. An die Stelle links und rechts haben wir es. Einfach möglichst viel von der Platte vom Stab zum Ende hin abflachen. Dabei gleichzeitig möglichst wenig von der Platte simulieren. Ein bisschen nacharbeiten werden wir da so oder so nachher müssen, das ist klar. Aber je weniger wenn man kaputt geht, desto besser. Wir müssen aber schauen, dass wir möglichst wenig Lot nachher auf der Oberfläche behalten. Weil sich das nachher beim Schwärzen anders verhält.
So. Die Endchen hier nochmal einmal kurz nachgeschliffen. So, passt schon. So, nehmen wir einmal drüber. Da sehe ich kein freies Lot mehr. Ich denke, so hässlich wie es auch ist, kann man es von der Form her anbieten. Und ich mache hier auch noch ein Loch durch. Zweite Stelle, wo es nachher auch vernietet wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, von der Abbildung her kann man es nicht wirklich erahnen, ob da ein Niet durch ist. Es sieht aus wie ein Pünktchen. Ich will also hier kommt ein großer Niet durch, der die Platte oben festsetzt. Da und da jeweils ein kleiner. Ich kann es nicht sagen, muss ich ganz ehrlich sein. Vielleicht ist da im Original einer durch, vielleicht nicht. Man kann es auf der Abbildung selber nicht sehen. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, der wird nachher so recht stark verschliffen. So, große Freude, Bohren auf gewölbter Oberfläche. Muss man eigentlich ankörnen. Ich habe eine Einspannhilfe für die Standbohrmaschine, wobei ich sagen muss, so hundertprozentig das Gelbe vom Ei ist das jetzt auch noch nicht. Ja, muss man mal schauen. Also mir gefällt es momentan, das ist es noch leichter, das hier so ein bisschen nach Gefühl zu machen. Ups. Das hier so ein bisschen nach Gefühl zu machen, statt dass ich den Bohrer mal nach links, mal nach rechts zu halten. Vielleicht liegt es auch an der Standbohrmaschine. Ich habe das Gefühl, das Futter rüttelt in letzter Zeit so ein bisschen. Aber naja, wir werden es sehen. So, jetzt habe ich hier mal angekörnt. Mal schauen, ob es geht. Durch, wunderbar. Genau, Rückseite mal eben. Klein bisschen entgraten, ist jetzt alles nicht so schlimm an der Stelle. Also weder hiervon noch hier vorne vom Löten, aber das ist möglichst flach nachher drüber liegt. Und die große Grube. Klar, haben wir das, können wir auch so erstmal behalten. Feintuning an dieser Stelle kommt auf der Rückseite. Ich gehe jetzt noch mal eben einmal über die ganzen aufpassen. Rückseiten ran. So. So, es sind doch so ein paar mehr kleine Gerate, als ich dachte. Ich denke, okay, ja. Es passt. Allerdings hat es gerade so einen Schwung gehabt, dass sich hier die Lotstelle doch noch so ein bisschen gelöst hat. Ich muss mal dazu sagen, eine Lotstelle ist relativ brüchig. Also entweder ich löse es nachher nach, wobei es eigentlich sogar so gehen müsste. Naja, schauen wir gleich mal. Lötstellen sind relativ brüchig, vor allen Dingen in Silberlot ausgeführt.
mit einer der Gründe, warum ich noch mehr auf Kupfer umsteigen möchte. Aber in dem Fall ist es hier nicht so schlimm, weil es keine tragende Konstruktion ist. Man könnte es sogar völlig ohne Lot machen, einfach nur vernietet. Aber das wäre auch so ein bisschen blöde. So, jetzt können wir mal einmal schauen. Löcher da rein, die sind nachher eigentlich durch das Festnähen schon relativ solide. Dann schauen wir mal. Wir machen hier vorne einen Nagel durch. Na, komm her. Hier kommt ein Nagel durch. Hier oben nachher auch. Und hier oben so wird es verknietet mit einem größeren Niet. Ich möchte es gerne einmal reinmachen. Schon mal reinstecken. So ungefähr mittig. Zack. So, irgendwo habe ich doch hier gerade noch bei dem Thema Ordnung in der Werkstatt waren. Naja, hole ich einen neuen Niet. Ist ja nicht so, dass Niete jetzt hier Mangelware wären. Den kann man da durch. Und dann bleibt mir auch nur noch eigentlich eine schöne Position hier vorne für den zweiten Niet von dem Steg selbst. So, da hat sich was gelöst. So, jetzt nochmal. Also, klein, klein, groß, nachher verschleifen, ungefähr auf dieser Position, gut, den kloppe ich hier gleich durch. So. Und ich denke, das ist auf Dauer schon gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir aber auch achten, wir hatten es letztes Mal schon angesprochen, hinten die für den Riegel, der Pröppel, den müssen wir erst dran machen, bevor wir die Verzierung drauf machen, sonst passt es nachher nicht mehr. Aber, und jetzt seht ihr auch, warum hier mit diesem dicken Steg, das Ding ist nachher mordsstabil. Also ist gar nicht schlimm, dass das hier so ein dünnes Blech ist. Jut. Die Niete an der Seite. Die Nägelchen weg. Und dann kommen wir. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon grob am Ende der heutigen, etwas kürzeren Sendung angekommen. Ich muss auch noch ein, zwei Sachen im Haushalt machen, Einkäufe verräumen und so, noch eine Wäsche anstellen und ich denke, fürs nächste Mal, ich schaue mal einmal nach, ob das hier vorne Punkte oder ob das kleine Striche sind, ich glaube Striche, aber naja. Und dann müssen wir nämlich nächstes Mal sowieso diesen Riegel, die Riegelhalterung doch etwas besser anpassen, das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich denke, dass wir den Rahmen hier sonst ein bisschen sprengen. Ich räume das hier mal so ein bisschen weg. Gut. Gut. Ja, das lassen wir liegen. Ich denke, hiermit sind wir ein ganzes Stückchen weitergekommen. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Ich denke, morgen wahrscheinlich nicht, weil die Sachen, die ich jetzt vorhabe, sind dann doch nicht nur feiern, sondern viel mit Hämmern. Das ist ein bisschen schlecht für die Nachbarn. Aber ich mal schauen. Dienstag, vielleicht Dienstag. Bis immer. Also, macht's gut.